Sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Gassner, lieber Herr Professor Elting, im Namen der Brückeler Stiftung darf ich Sie an diesem adventlichen Donnerstagabend herzlich willkommen heißen zur zweiten Lesung des kleinen bildungstheologischen Sonderforschungsbereiches hier im Foyer des Kupferstichkabinetts der Hamburger Kunsthalle. Szene des Heiligen. Unter diesem Titel wollen wir also, wie gesagt, an dieser Stelle in den kommenden Wochen unter der Führung prominenter Kunst- und Bildungsdenker einige elementare Gedanken und Spuren zum Zusammenhang von Bild und Transzendenz, ästhetischer und religiöser Transzendenz zusammenzumachen. Der erste Vortrag von Herrn Aslan hier vor genau zwei Wochen bestand dramaturgisch im Zeichen einer ideengeschichtlichen und vor allem auch psychohistorischen Einstellung in den Begriff des Heiligen. Mit seinem Tableau von ägyptischen und altisraelitischen Urszenen hat uns Herr Aslan auf eindrucksvolle Weise die für uns Teilnehmer der ästhetischen moderner verloren gegangene Obertonreihe des Heiligen ins Gedächtnis gerufen. Er hat uns einen Extrempol des Heiligen als Ausnahmezustand geführt, als Faszinans, als Tremendum, dessen Markenzeichen die totale Überwältigung und Asymmetrie ist und deren Primäreffekte auf Seiten des Subjekts Terror, Furcht und Zittern, also Unterwerfen, Verzicht, ihr Opfer. Urszenisch verdichtet fanden wir diese Logik in der heiligen Transzendenzszene, die Herr Aslan nach dem Sinai-Text aus Exodus 33,18 skizziert hat. Dort eben hieß es oder heißt es: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch sieht mich und lebt. Damit ist als dramaturgischer Kontrapunkt das psychohistorische Betriebsgeheimnis der archaischen Transzendenzkultur freigelegt. Das Heilige ist eben genau jene Zone, in der sich Sehen und Leben wollen kategorisch ausschließen, nämlich tödlich. Jene Zone also, in der Sehen wollen für das Beobachtersubjekt sterben müssen, heißt. Und genau an dieser Stelle wollen wir nun heute Abend den Faden der Arbeit aufnehmen. Vielleicht kann man metaphorisch sogar behaupten, dass es in allen Exkursionen in den kommenden Monaten vor allem darum gehen wird, die Transformation, dieses Entweder-Oder zwischen Sehen und Leben in eine Und nachzuzeichnen, also um die Aufhebung des heiligen, tödlichen Widerspruchs, an deren Endpunkt wir es dann am Ende mit der totalen Umgebung des Ästhetischen in der Moderne zu tun bekommen werden. Und in deren Betriebsgesetz werden wir die Ausgangsprämissen auf den Kopf gestellt finden, denn hier heißt es ja bekanntlich, nicht nur überhaupt sehen und leben, sondern mehr noch sehen als Medium eines Willens und Begehrens zum besseren und intensiveren Leben. Wie aber konnte es dazu kommen? Sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass das Bild zunächst zu einem Medium des Heiligen, ja zu einem Offenbarungsträger des unsichtbaren Gottes werden konnte und dann in singularer Transformation zu einem Schlüsselwerkzeug der besagten Bild- und Transzendenzpraxis des ästhetischen Subjekts der Gegenwart. Es befähigt das Bild in dieser Weise und in diesem religiös-ästhetischen Spektrum als Transzendenzmedium zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zu fungieren. Meine Damen und Herren, es ist uns nun eine besondere Ehre, dass wir den ersten Schritt in dieses weite und schwere Gelände heute Abend in die Frage des Und zwischen Sehen und Leben unter der Führung eben jenes Bildforschers unternehmen dürfen, der mit seiner Arbeit wie kein anderer für die Wiederentdeckung der Geschichte des Bildes vor der Ära der Kunst steht. Bild und Kult, so lautete der Titel jener wegweisenden Studie mit der Hans Welting 1990. Am Vorabend der angebenden Hypes um Iconic Turn und Medientheorie, die Automatismen von Fachwelt und Feuilleton durchkreuzte, indem er an den blinden Fleck moderner Ästhetik erinnerte, eben an jene Ära, in der das Bild noch kein ästhetischer Gegenstand war, sondern umstrittenes Medium kultischer Praxis und in der das Objekt noch kein ästhetisches war. Und wie im Fall Herrn Aslan stoßen wir damit auch bei unserem heutigen Redner auf das Profil einer anderen, höchst unwahrscheinlichen und besonderen Form von Exzellenz, die sich von der in den neuen Bildungsplänen mantraartig beschworenen qualitativ ums Ganze unterscheidet. Wir treffen nämlich auf eine Doppelkompetenz, höchst präzise und in Jahrzehnten stillgewachsene Fachgelehrsamkeit mit souveräner Gegenwartsfähigkeit zu verbinden. Wir stoßen auf das Paradox, die kritische Selbstaufklärung der Gegenwartskultur ausgerechnet aus der Orchideenoptik Kunstgeschichte durch Erinnerung an Altes, Vormodernes voranzutreiben, und wir treffen auf ein Komplexitätsmanagement
durch den langen Atem einer Transdisziplinarität, die gegen kurzatmige Diskursgrenzen sich immunisiert und die methodisch-kritische Distanz verbirgt, etwa wenn Hans Welting die Bildfrage wie oben angedeutet, als vergessene Glaubensfrage auf der Tagesordnung setzt, wenn er die Aktualität byzantinischer Bilderspalte und an trinitätstheologische, christologische Diskussionen der Spätantike erinnert, oder wenn er die Medien- und Bildtheorie durch die Idee einer integralen Bildanthropologie provoziert. Hinzu tritt bei Hans Welting jedoch noch ein besonderes Moment, nämlich ein eigenwilliger, unorthodoxer Bildungsgang, der seine Tournee der größten akademischen Bühnen München, Paris, Heidelberg, Wien, Berlin, Harvard seit 1992 strategisch mit der badischen Provinz in Karlsruhe, der dortigen Hochschule für Gestalter, kurz geschlossen hat, um in dieser Abgeschiedenheit der Provinz genau die Ruhe zu finden, ohne welche ein Werk von solchem Umfang und solcher Wirksamkeit schlichtweg nicht denkbar ist. Das ausgerechnet in und aus dieser Karlsruher Provinzlage mittlerweile ein kleines institutionenpolitisches Netzwerk gewachsen ist, ich denke hier nur an das strahlende Graduiertenkolleg Bildkörper Medium, das 2000 gegründet und sich derzeit in der dritten Förderphase befindet. Das alles dürfen wir getrost als unfreiwilligen Selbstkommentar oder Fingerzeig für die aktuelle Bildungspolitik verstehen. Lieber Herr Professor Welting, bitte erlauben Sie, dass ich an dieser Stelle darauf verzichte, die große, eindrucksvolle Karte Ihres akademischen Wirkens, Ihrer Ehrungen, Ihrer Schriften aufzuschlagen und dass ich stattdessen Ihre kostbare Anwesenheit nutzen möchte, um Sie nun persönlich und leibhaftig zu Wort kommen zu lassen. Im Namen unserer Stiftung, im Namen unseres Stifters Udo Keller, der heute Abend leider verhindert ist, darf ich Sie also noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie den Weg nach Hamburg gefunden haben und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, der ganz nach dem angedeutet mit dem Titel angezeigt ist, der Wandel von der Ikone zum Porträt, vom Ebenbild Gottes zum Abbild des Menschen. Vielen Dank, Herr Welting. Kulturgeschichte
und auch mit der Gesellschaftsgeschichte eben verbunden ist. Ich möchte meinen Vortrag vor allen Dingen dazu benutzen, weil ich an das Visuelle glaube, Sie so ein bisschen zu sensibilisieren für Dinge, die in den Bildern sich ereignen und die vielleicht mehr als alle Erklärungen darauf hinweisen, dass es hier um sehr elementare Fragen geht, wenn sich die Bilder geändert haben. Ich möchte meinen Vortrag in drei Teile einteilen, nämlich Ikone, Porträt und der dritte Teil Bildpolemik und Bilddruck. Man könnte auch sagen, Auer Säkularisierung, die bereits im Porträt heftig einsetzte, und Demokratisierung. Auch heute glaube ich, dass unsere ganzen Überlegungen zur Religion eher mit einem neuen Schritt an Säkularisierung zu tun haben, auch wenn sozusagen die Akademie inzwischen heftig im Einfeld dabei ist, sich damit zu befassen. Als Pasolini seinen Jesusfilm in den 60er Jahren drehte und in Paris damit auf die Nase fiel, hat den Sartre in sein Café gestellt und gesagt: Junger Mann, wir sind auch nicht so weit. Wir haben die Religion so verdrängt, aber sie wird noch kommen, uns zu beschäftigen, weil sie sozusagen das ganze kritische Potenzial anlockt, mit dem wir uns bisher beschäftigt haben. Ich beginne also mit meinem Teil 1. Ich zeige Ihnen ein Bild, das mich eigentlich sehr amüsiert hat, obwohl es sehr voraussieht, was ich auch deswegen als Titelbild für ein Buch mit dem Titel Das echte Bild, Bildfragen als Glaubensfragen gewählt habe. Hier steht nämlich, ich kenne kein zweites Beispiel in der Kunstgeschichte, jemand mit der Malerpalette unter dem Kreuz und schaut ratlos hoch, was er denn da darstellen soll, wer es denn ist, der da am Kreuz hängt und was davon gemalt werden kann. In der Tat gibt es in vielen Weltreligionen Bilder. Es gibt auch solche ohne Bilder oder solche, wo sich das abwechselt. Aber im Christentum ist vielleicht eine der wenigen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, in dem die Bildfrage eine Körperfrage ist. In den meisten Kultbildern, die Götter darstellen, himmlische Erscheinungen, geht es nicht um Körper, sondern um transzendentale Ereignisse, um etwas anderes, das man sonst nicht sehen kann, um das Ereignis des Unsichtbaren. In der christlichen Religion ist das anders. Bei den Heiligen brauchte man diese Körperfrage nicht so stark zu akzentuieren, weil es klar war, dass sie einen Körper hatten, denn sie sind ja gestorben. Bei Jesus war diese Frage eine zentrale. Denn wenn er keinen Körper hatte, dann war eigentlich das Versprechen des Glaubens, sein Tod am Kreuz und so weiter, hinfällig. Es gibt auch noch eine andere Selbstrechtfertigung des Christentums, die schon ganz früh im Islam und im Judentum von christlicher Seite vorgebracht wurde. Das Argument nämlich, dass Gott im Christentum sichtbar geworden ist, nämlich in seinem Sohn. Und das heißt, wir sind an die Darstellung des alten Gottvaters, des weißmächtigen Vaters gehört. Das ist eine ganz späte Entwicklung. Gott ist in christlichen Religionen genauso wie in den beiden anderen monotheistischen Religionen immer prinzipiell unsichtbar gedacht. Nur in dieser Verkörperung ist eben sozusagen eine Sichtbarkeit erschienen, die nun paradoxerweise die Körperfrage Jesu, hat er nicht einen Körper gehabt, wie sah der Körper aus, in der Ikonengeschichte, die ich gleich zeigen werde, in das Zentrum bringt. In diesem Falle also, wer ist denn da gestorben? Wer hängt denn da am Kreuz? Ist da der Körper Jesu gestorben? Wie hängt der Körper mit seinem Geist und so weiter zusammen? Das heißt, es gibt für das reine Betrachten dessen, der dort am Kreuz hängt, kein Lösung. Weil im Betrachten selber wird sich nicht die Frage entscheiden,
wer dort dann wirklich hält. Nun ist diese schwierige Frage nach dem Körper Jesu und seiner Beziehung zur Gottheit dadurch gelöst worden, dass man im Grunde, auch das ist ein Novum in der Geschichte der Weltreligionen, das Foto gefunden hat. Und zwar das Foto lange bevor es die Fotografie gab. Nämlich den echten Abdruck, das nicht von Malern gemacht hat, nicht von Menschenhänden gemacht hat, das sozusagen mechanisch reproduziert Vermächtnis, einen echten Abdruck. Wenn dieses ein echter Abdruck ist, dann muss er von einem echten Körper stammen. Das heißt, der Abdruck ist der Beweis, dass da ein Körper war, der sich abdrücken konnte. In Rom hatte man deswegen das echte Bild in St. Peter verirrt, bis die deutschen Landsknechte bei der berühmten Stürmung Roms 1527 dieses Bild verschwinden ließen. Und die Veronika hat Rom zum Bäcker des Christentums gemacht. Das heißt, es gab Jahrhunderte im Christentum, wo man nach Rom so pilgerte, wie man heute nach Bäcker pilgert, aber aus der Wandlung. Nämlich um einmal im Leben das echte Bild zu sehen, das echte Gesicht, das Gott in Jesus gehabt hat. Und das war für Veronika ein Bild, das von einer Heiligen namens Veronika ist eine ganz komplizierte Geschichte. Das Printmedium war mit dem Abdruck geboren. Das heißt, lange bevor es den Tod gab. In diesem Falle zeige ich eine besonders schöne Episode aus der Geschichte der römischen Veronika. Denn dieses Bild, was Sie hier sehen, war am Altar angebracht, in dem die Reliquie der Veronika verehrt wurde. Und zwar von einem Künstler, der eigentlich im Druck- und im Grafikmedium realisierte und Fortuna hatte. Und Vasari berichtet nun ein Besuch von Vasari und Michelangelo vor diesem Bild. Sie stehen davor und Vasari sagt zu Michelangelo, er behauptet, er habe das Bild ohne Pinsel gemalt. Woraufhin Michelangelo lacht und sagt, er hätte besser einen Pinsel gebraucht. Dann wäre das Bild besser geworden. Das war die Episode, die aber hier das Bemühen zeigt, etwas durch mechanischen, idealen Abdruck zu machen. Was also an sich nun die Begründung eines authentischen, eines echten Bildes im Christentum vorzeigt. Dieses Veronika, diese Reliquie, die man in Rom einmal im Jahr zeigte, war also seit dem 16. Jahrhundert verschollen. Man hat sie natürlich wiedergefunden, das ist ja dann immer diesen Gegenzug. Aber nun nachher im Barock legte man doch in der Vorstellung, zumindest in der Künstlerschaft, dass das echte Bild verloren ist, dass es insofern nicht mehr möglich ist, eine Kopie zu machen, sondern es überlegt nur in der Vorstellung. Sie haben hier ein Epilog, ein wunderbarer Epilog in der spanischen Malerei, der hier den Riss zwischen Tuch und Körper inszeniert. Das heißt, das Tuch ist so realistisch, ist so handgreiflich, dass man fast vergisst, dass es hier um Gemälde handelt. Man glaubt, das Tuch selbst zu sehen. Das Bild, das sich auf dem Tuch dagegen abdrückt, ist von ganz anderer Art. Und wie eine Geisterscheinung, wie eine Emanation oder Epiphanie, die sich in der Fantasie des Betrachters erzeugt und entsteht. Der gleiche Maler hat im 17. Jahrhundert noch einmal dieses Thema aufgegriffen und, wie Sie sehen, nur dem Tuch die einzige reale Existenz zugewiesen. Das ist das Tuch, in dem Jesus sein Gesicht abgedrückt haben soll. Und dieses Tuch ist da, während der Abdruck ist mechanisch. Es ist ein Abdruck, der den lebenden Ausdruck im Bild ersetzt. Das Bild entsteht allein im Betrachter. Das ist sozusagen das Fazit dieser problematischen Geschichte, dem echten Bild nahezukommen. Heute dagegen gibt es einen einzigen Kandidaten noch für das echte Bild, das in allem bekannt ist. Das ist das Leichentuch von Turin.
Mich interessiert überhaupt nicht, ob das Bild echt oder falsch ist, sondern nur seine Geschichte, warum es ein echtes Bild sein soll und wie man das Tuch erklärt hat, wie es zustande gekommen ist. Denn das Tuch ähnelt einem fotografischen Negativ, eines Körpers, der in dem Tuch gelegen hat. Als man 1898 dieses Tuch wieder einmal ausstellen wollte in Turin, da hat man den Auftrag gegeben, einem Turiner Fotografen, der kein Berufsfotograf sein durfte, sondern Amateurfotograf sein musste, nämlich Secondo Piatti, dieses Tuch erstmals überhaupt zu fotografieren. Als er das Bild in seinem Atelier entwickelte, Sie sehen hier einen Abzug, entstand aus dem Negativ plötzlich in dem Entwicklerbad das Positiv. Und Secondo Piatti hatte das Gefühl, ich bin der erste Mensch seit der Antike, der das echte Bild sieht. In diesem Falle haben Foto, nämlich die moderne Technik, und Abdruck, nämlich die Legende, wie dieses Bild, dieses Gesicht, dieser Körper entstanden sein soll, zusammengewirkt. Heute interessiert sich sogar die NASA, große Teile der Naturwissenschaften, die Gerichtsmedizin für dieses Tuch und nach Beweisen für oder gegen sein Alter zu suchen. Das zeigt, dass hier immer noch etwas weitergeht, nämlich der Bedarf, wenn eben Gott in Jesus sichtbar geworden ist, dann auch zu sehen, wie Jesus aussah und sich dabei nicht auf Maler oder irgendwelche anderen Dinge zu verlassen. André Bazin, der bekannte französische Theoretiker der modernen Fotografie und des Films, hat in seinem grundlegenden Text aus den 50er Jahren dieses Tuch erwähnt und hier von einer Synthese zwischen Fotografie und Reliquie gesprochen. Fotografie in einer Reliquie, die einen echten Abdruck in eine Spur einfängt und damit genau dieses macht, wofür Rosalind Krauss, Theoretiker der Fotografie, sich immer stark gemacht hat, nämlich die sogenannte Indexikalität. Das Foto ist ein Index dessen, wer fotografiert worden ist. Ein Index dessen, was das Foto eben fotografiert hat. Und hier ist die Reproduktion der Beweis dafür, dass es ein Original gibt, dass es ein Original gegeben hat. Sie sehen das hier von der Mediengeschichte her gesehen, vielleicht für Sie überraschend, die Ikonen nicht nur das oratische, transzendentale Erscheinungsbild einer anderen, nicht körperlichen Welt gewesen ist im Christentum, sondern dass es diesen Spagat, diesen Riss zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, zwischen Körperlichkeit und Göttlichkeit versucht hat, in dieser Ikone zu schließen, um in der Sichtbarkeit des Körperlichen, des Menschlichen zugleich das einzufangen, was nicht sichtbar gemacht werden kann. Und damit nicht zu fantasieren, sondern sozusagen sich auf Dokumente zu berufen, die doch diese Sichtbarkeit des Heiligen in dieser Religion beweisen sollen. Eine der berühmten Ikonen des Mittelalters, über deren Herkunft und Entstehungszeit immer noch gerätselt wird, befindet sich in Frankreich, in der Kathedrale von Rom. Es ist die sogenannte Saint Face, das heilige Gesicht von Rom. Die frühen Legenden machen schon diese Herkunft zum Rätsel. Natürlich wird es als ein Original angesehen, ein Original aus Jesu Lebenszeit, in welches Jesus sein Gesicht gedrückt hat, um damit die Authentizität seines Aussehens zu überliefern. Aber es gibt einen logischen Bruch daran, denn ein Abdruck kann nicht schauen. Nicht mal Jesus kann mit offenen Augen sozusagen in irgendwelche Materialien reingeschaut haben. Das heißt, hier stimmt etwas nicht. Hier gibt es einen Kontrast, hier gibt es eine
eine interessante logische Konstellation. Der Abdruck ist mechanisch, aber das reicht der Betrachter nicht. Das reicht dem religiösen Publikum nicht. Das reicht der Demonstration des religiösen Publikum nicht. Denn ein Bild sollte mimetisch sein. Es sollte lebendig werden. Und deswegen sich nicht auf den Abdruck beschränken. Man wollte von diesem Bild angepickt werden. Deshalb wird hier die Präsenz und die Absenz des Körpers miteinander verschränkt. Die Absenz des Körpers, die Gegenwart der Absenz des Körpers ist dadurch gegeben, dass der Körper da gewesen ist, als er diese Spur von sich erzeugt hat. Aber in dem Moment, wo wir die Spur sehen, nicht mehr da ist. Das ist also ein Mangel dieses ganzen Bildpräsenz. Und er muss ausgeglichen werden durch Präsenz. Und Präsenz heißt, lebendes Bild, dialogisches Bild, angeblickt werden. Diese Inschrift, eine viel umrätselte, immer noch nicht gelöste Inschrift im Kirchenslawisch, heißt das Bild unseres Herrn auf einem Tuch. Das heißt, hier ist kein Porträt entstanden, sondern das Tuch selber, also ein Medium des Abdrucks, ist das Urbild aller christlichen Ikonen. Im Grunde kann das aufgelöst werden, theologisch, worauf ich hier nicht eingehen kann, wenn man so formuliert, das Bild zeigt den Blick Gottes im Menschengesicht Christi. Weil der Blick Gottes nicht darstellbar ist, kann aber der Blick aus dem Menschengesicht Christi gewissermaßen hier diese Quintessenz der Religion verdeutlichen. Das heißt, ich möchte hier die Aura der Ikone aus zwei verschiedenen Merkmalen ableiten. Einmal die Merkmale der Authentizität, des Körperlichen, der Echtheit, der echten Spur, der fast fotografischen Genauigkeit und andererseits aus der Alterswahl. Das heißt, man muss behaupten, dass diese Bilder uralt sind, dass sie mit dem Leben Jesu direkt in Verbindung stehen. Und dies umso mehr, als sich bekanntlich die christliche Religion in Europa entwickelt hat und damit immer auch die geografische Distanz in sich trug, die durch Beweise und Dokumente überbrückt werden musste. Also hier gibt es eine Spannung zwischen dem, was man sieht und was man nicht sehen kann und nur in dem, was man sichtbar hat, auch sozusagen erreichen kann. Und hier genügt es nicht, eine Vorstellung des Wahres zu bekommen, sondern hier muss gewissermaßen mehr dazu kommen. Es muss ein visuelles Dokument sein, das Wahre interpretieren können, aber nicht erfunden. Das ist ein kleiner Einblick, ein Aperçu quasi, im ersten Teil, zu der Frage, dass selbst Ikonen von der Porträtfrage nicht zu unterscheiden ist, nicht zu trennen ist. Und von der Porträtfrage, zwar in einem ganz radikalen Sinn, denn es genügt nicht, dass jemand ein Porträt des Messias, des Christus gemalt hat. Das Porträt radikalisiert sich in dem Sinne, dass hier eine Fotografie vor der Fotografie, ein mechanischer Abdruck des Gesichtes herhalten musste, um die Porträtgenauigkeit, nach der man dürstete, erfüllen zu können. Das ist also die Vorgeschichte. Und das ist Teil 1. Aber es ist eine Geschichte, ohne die man die europäische Porträtgeschichte, die für Europa typische Geschichte des Darstellers des Porträts des Menschen, gar nicht verstehen kann, weil hier die Klammer herrscht. Es gibt sogar ein Werk, das diese Klammer direkt in sich vereinigt, das sowohl Ikone wie Porträt ist. Und das ist eines der überlieferten Werke des Jan van Eyck, des Erfinders, des Revolutionärs der neuzeitlichen Malerei in den Niederlanden. Es gibt, wie Sie wissen, in der Frühe des Haus zwei Zentren, das eine in Italien in Florenz, das andere in den niederländischen Städten, in Gent und Brügge. Und Jan van Eyck hat hier eine Ikone als Porträt gemalt,
oder ein Porträt, eine Ikone gemacht oder eine Ikone als Porträt. Das heißt, er hat das, was ich gesagt habe im ersten Teil, dass Ikonen Porträts sind, wirklich genommen und hat sozusagen die Porträt-Eigenschaft der Ikone radikalisiert und versucht zu modernisieren. Die Tatsache, dass es nicht eine Idee des Künstlers war, die außerhalb der Kunstbildgeschichte stattgefunden hat, wird dadurch belegt, dass es von dieser Erfindung des Jan Eyck mehrere Fassungen gibt. Das gibt es von keinem seiner Porträts. Jedes Porträt ist einmalig, ist bestellt von einem Stifter, von einer Person, die Modell gesessen hat. Jedes Porträt ist einmalig. In diesem Fall gibt es viele Fassungen. Das heißt, selbst diese moderne Fassung des Jan van Eyck ist damals als Grundbild, als Ikone weiterhin benutzt worden, obwohl sie so wenig ikonenhaft aussieht. Sie ist schon deswegen wenig ikonenhaft, obwohl sie Jesus darstellt, und mehr porträthaft, weil der Künstler seine Signatur unter dem Bild angebracht hat, sie datiert hat, 1438 auf den Tag. Das heißt, er hat sie genauso signiert, wie er seine übrigen Porträts signiert hat und hat sie vor dem dunklen Hintergrund dargestellt, den er für seine Porträts benutzt hat. Das Datum ist nicht das Datum des Originals, sondern ist das Datum des Werkes. Damit sehen Sie, hier vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Nämlich hier wird jetzt plötzlich wichtig, dass ein Autor, ein Künstler, dieses Werk geschaffen hat. Man könnte sogar sagen, dass Jan van Eyck, der niederländische Künstler, hier die Matrize der Honecker in Rom bearbeitet hat. Man könnte sogar weitergehen und sagen, sein Verhältnis zu den Ikonen ist so etwa wie heute digitale Abzüge von Negativen. Das heißt, er hat die Ikone bearbeitet. Er hat sie moderner, lebensnaher, realistischer werden lassen. Und trotzdem ist die Ikone kein Porträt. Und das kann man nicht nur behaupten, sondern das kann man sehen, wenn man jetzt dagegen den gleichen Maler in der anderen Gattung, in einem Porträt daneben steht. Was ich bisher gesagt habe, ist, wir haben hier eine Ikone vor uns, die einen modernen Porträtbezug wirklich hat. Dennoch ist es kein Porträt im vollen Sinne, denn das sieht anders aus. Jan van Eyck hat sich selber zum ersten Mal, als vielleicht das erste Selbstbildnis in der Kunstgeschichte, gemalt im Jahr 1433. Und wenn Sie nun beides einander gegenüberstellen, dann werden Sie, wenn Sie sich etwas vereinsehen, hier spüren, dass hier ein ganz verschiedenes Konzept vorliegt. Jan van Eyck hat selber in den Spiegel geschaut, hat sich als lebendes Modell genommen. Die Sache mit dem Spiegel ist nicht ganz einfach, weil er hat wahrscheinlich Konvexspiegel benutzt und hat daraus einen Planspiegel gemacht, aber nur mit einem anderen. Was hier sich vollzieht, ist der doppelte Blick wird zum Bild. Der Blick des Künstlers in den Spiegel blickt aus dem Bild als der Künstler des Blicks auf den Betrachter zurück. Hier haben wir mit Ideen ein ganz anderes Konzept gegenüber diesem entrückten, nicht dialogischen, sondern monologischen Porträt oder Ikonen Christi. Busanus, der berühmte Philosoph dieser Zeit, der berühmteste Philosoph der damaligen Zeit, Nikolaus von Hus, hat sich mit diesem Thema ausführlich befasst und hat im Grunde in einer Demarche gegen die Erfindung der Zentralperspektive in Florenz, wahrscheinlich sogar eine persönliche Auseinandersetzung mit Leon Battista Alberti, dem ersten großen Theoretiker der Perspektive und dem Theoretiker der Malerei der Renaissance, nun mit seinem Textversuch, dieses Dialogische, das Bild blickt mich an, ich spiegle mich im Bild, ich bin im Bild,
zurückzudrehen auf den monologischen Blick Gottes. Er hat versucht, diese Parität, diesen Dialog zwischen Bild und Betrachter noch einmal aufzubrechen und noch einmal die Geschichte zur Ikone zurückzudrehen, indem er nicht nur einen der glänzendsten Texte geschrieben hat, die je über Bilder geschrieben wurden, 1442, sondern mit dem Text eine sehr praktische Nutzanwendung verbunden hat. Er hat den Text einem Konvent geschickt und hat die Mönche aufgefordert, sich alle im Chor vor ein Bild Gottes zu stellen, vor ein solches Bild zu stellen, und sie würden sehen, dass sie alle auf gleiche Weise angeblickt werden. Das heißt, es gibt hier keinen Dialog, sondern sie werden angeblickt. Das Bild entsteht nicht in ihrem Blick, sondern kommt in ihrem Blick. Die Klaus von Kuhs unterscheiden zwischen dem menschlichen Blick und dem göttlichen Blick, der ein absoluter Blick ist. Bewegung im Blick, alles das, was das Porträt, Spiegelblick, was das Porträt auszeichnen wird, wird noch einmal zurückgewiesen, um die alte Position aufrechtzuerhalten, die man vielleicht radikal so ausdrücken könnte: der Einzige, der wirklich blicken kann, bist nicht du, sondern du kannst nur angeblickt werden, denn du bist nach dem Bild Gottes geformt. Und in seinem Text heißt es dann in einem Satz: hier schaut nicht der vor dem Bild steht, auf sein Bild, sondern er ist das Bild dessen, den er im Bild erblickt. Das heißt, hier wird die Kehrtwende gemacht und ausgerechnet an einer Zeitenwende, in der im Grunde die Ikonengeschichte endet und die Porträtgeschichte beginnt, haben wir aus Defensive, aus Ablehnung, aus Kritik dieser Zeitenwende und des neuen dialogischen Porträtblicks noch einmal einer der glänzendsten philosophischen Texte, der im Rückblick noch einmal die ganze theologische Position des Zeitalters zusammenfasst, das wir nachgedacht haben. Sein Kontrahent, Leon Battista Alberti, hat nicht von ungefähr das Auge zu seinem Emblem gewählt. Er hat gewissermaßen das Auge Gottes, wir sehen das oben in einem anderen Beispiel, der nur als Auge über der Welt gedacht hat, nun selber jongliert und hat ein abgelöstes Auge zu seinem eigenen Emblem gewählt. Das heißt, hier geht sozusagen die Führung von dem allsehenden, absoluten Auge Gottes auf das Auge des Menschen über, aber dieses Auge muss Flügel haben, damit es überall hinkommen kann. Denn das Auge des Menschen ist nicht omnipräsent, ist nicht ubiquitous, sondern ist immer an den Körper gebunden, muss vom Körper irgendwo hingehen. Und deswegen ist das Auge hier sozusagen als Flugkörper, der sich immer wieder vom Körper entfernt, aber immer nur partiell sehen kann. Auch das findet sich alles bei mir. Wir haben hier also im 15. Jahrhundert bereits etwas, was mit dem heutigen viel diskutierten Okularzentrismus der Moderne unmittelbar zusammenhängt. Also wenn Katja Silberer und andere Theoretiker dieses Okularzentrismus von dem körperlichen des Sehens sprechen, so ist dieses bereits in der Renaissance an dieser Zeitenwende zwischen Ikone und Porträt im Grunde deutlich geworden. Noch eine andere Eigenschaft muss hier erwähnt werden, nämlich die Wendung vom Profil, die damals passiert im Porträt, zur Dreiviertelansicht, die Wendung an den Betrachter, die Wendung aus dem Bild heraus. Hier sehen Sie ein Porträt, das die alte Form des Porträts, die es schon übergab, nämlich Siegel, Stempel, Urkunden, wieder das, was mit der Absenz des Körpers zusammenhängt, deutlich gemacht hat. Und Sie sehen hier, wendet sich plötzlich dieser Stempel, diese Urkunde, dieses Dokument, dessen jemand aussieht, die später im Schatten ist auch, wendet sich plötzlich mit beweglichem Blick an den Betrachter, wie die man fast auf Fass, und simuliert einen Sprechakt.
der Türschwelle zweier Räume, Bildraum und die Betrachter, erlebt der Betrachter sich selbst oder eine Bezugsperson, die im Bild dargestellt ist, dialogisch. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass über Selbstporträt von 1500 bisher etwas falsch interpretiert wurde. Wenn man ihm nachsagte, dass Dürer eine Art Gottesähnlichkeit oder Jesusähnlichkeit angestrebt haben. Im Grunde geschieht hier etwas ganz anderes. Im Grunde geschieht, wenn man andere Bilder Dürers, frühere Bilder Dürers dagegen hält, hier folgendes, dass er theologisch die Frage nach dem Bild Gottes ernst genommen hat. Er hat ein synthetisches Gesicht gemalt statt einer Physiognomie. Er spielt mit geometrischen Formen und einem idealen Schema. Das Bild hat einen Überschuss an Referenz und bietet eine absolute Schönheit, die man hier als Maske Gottes in der Gestalt übersehen kann. Das heißt, das, was sozusagen als Anmaßung, als Gottesähnlichkeit Dürers immer betrachtet wurde, ist nur der gewagte Versuch, in diesem Wendejahr 1500 noch einmal die Krone als etwas, als eine Referenz und Porträt als die neue Bildform miteinander übereinzubringen. Ich komme nun zum dritten und letzten Teil: Bildpolemik, Bilddruck und Demokratisierung. Eine neue Situation entsteht in der Reformation, als eine der beiden christlichen Konfessionen, nämlich die lutherische und andere, die Ikone aufkündigt und dadurch eine Lücke entstehen lässt, die das Porträt besetzt und für das Porträt ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Aber welches ist die Ausgangsposition? Die Ausgangsposition ist die konfessionelle Polemik gegen Bilder in der Religion. Das Bild soll aus der Religion verabschiedet werden. Das geht so weit, dass zum Beispiel, wie hier in Dinkelsbühl, in niederländischen Kirchen Altargemälde des Ufer der Blues übermalt werden mit einem Text, mit einem Lichtbild, einem Text, der sozusagen das Medium Gottes ist. Und behauptet, dass hier die Reformation zur Urkirche zurückkehrt. Wobei ich darin ein Problem sehe, denn die Urkirche und das Alte Testament sind zwei verschiedene Situationen. Im Grunde propagiert man, was die Bilder betrifft, die Rückwendung zur reinen Schriftreligion, zu dem Medium, das sozusagen im Alten Testament Gott auf den Berg Sinai mit den beiden Gesetzestafeln ergriffen hat. Das ist sozusagen die religiöse Szenerie, die aber nur der Ausgangspunkt dafür ist, dass hier viel mehr passiert. In der Zeit Luthers entstehen sehr kontroverse, sehr interessante und sehr vieldeutige Versuche, mit diesem Problem fertig zu werden, dass das Bild aus der Religion verabschiedet werden soll. Eine der schönsten und widersprüchlichsten oder ambivalentesten, was ich kenne, ist hier dieser Holzschnitt aus der Zeit Luthers mit der Klagerede der armen verfolgten Götzen und Tempelbilder. Das ist eine Satire, die sich sowohl gegen den Bildkult wie gegen den Bilderstock wendet. Und damit eine einmalige Position. Und alle anderen Dinge sind entweder die Katholiken polemisieren mit den Protestanten, dass sie die Bilder aus den Kirchen rauswerfen. Die Protestanten polemisieren gegen die Katholiken, dass sie sich vor Bildern hingehen. Und hier in diesem Nürnberger Holzschnitt sagen die Bilder, ihr könnt nicht dafür, was man mit uns macht. Ob man vor uns hinkniet oder uns ins Feuer wirft, das sind ja, das seid ihr. Das seid ihr, die mit uns was macht. Wir selber sind neutral, wir können so oder so lustig. Es gibt nun in der Reformation, damit komme ich eigentlich zum dritten Tag, das ist das Eigentliche, eine neue Bildpolitik. Und diese Bildpolitik der Reformation benutzt sich der Druckmittel. Es geht um das bewusste Projekt nun, das Bild auf das religiöse Bild zu demokratisieren
damit nicht die Kinder Gottes unter das Wort zu bringen, sondern Porträts der Reformatoren. Das fängt mit den Bildnisstiefeln Luthers an, die in Wittenberg in der Kramach-Werkstatt, Kramach selber, Kramach den Bildern, entstanden ist. Und sie sind mit Schriften versehen, die nun die Überlegungen wohl auch Luthers zu dieser neuen Geldpolitik bewegen. Es geht darum, nun den Zeugen für die neue Religion, den neuen Prediger, über Wittenberg hinaus nun in seiner Deutschland anwachsenden Gemeinde populär zu machen, ohne in den alten Bildkult zurückzufallen. Und hier ist eben erstens mal gibt es ein vervielfältiges Bild, es gibt ein gedrucktes Bild. Zum anderen macht die Inschrift, die auf dem Bild erscheint, eine Einschränkung. Sie spricht nämlich davon, Eterna simulacra suementis ultus obsidus. Das heißt, das unsterbliche Bild seines Geistes, oder? Das ist sozusagen in Luther selber. Man kann es nicht abbilden. Lukas kann nur das sterbliche Gesicht abbilden. Und hier gibt es eine sehr interessante Analyse des Verhältnisses zwischen Aussehen und Sein, zwischen Gesicht und Selbst, zwischen Gesicht und Person. Und damit, mit dieser Argumentation, kann man Bilder verbreiten, ohne sie dem Bildkult selber zu opfern. Und damit sozusagen die Person Luthers verbreiten, indem er zugleich sagt, was ihr hier seht, ist Luther nicht, sondern nur, was er schreibt, was er sagt, was er denkt, was er glaubt. Während wir hier haben nur einen Beleg dafür, was er eigentlich predigt. Das ist eine sehr interessante Wende, die in der Bildargumentation eintritt. Die Reaktion darauf kommt von katholischer Seite, nämlich in solchen Karikaturen wie diesen, die Sie hier sehen, Martin Luther Siebenkopf. Das heißt, man sieht nun so viele Luthers, sind in den Medien so viele Luthers unterwegs, dass diese katholische Karikatur fragt, welchen Kopf hat er wirklich? Wir sehen so viele Köpfe, aber wir wissen nicht, was ein wirklicher Kopf ist. Und deswegen kann uns das alles nicht überzeugen. Außerdem wollen wir gar keinen Lutherkopf sehen. Wir wollen ja was ganz anderes sehen. Sie sehen, hier haben wir eine Situation der Mediengeschichte und in der Gesellschaftsgeschichte, die nun in der Bundeswehr war. Die Demokratisierung des Bildes zugleich als konfessionelle Polemik in Gang gesetzt. Das ist ein Thema, was auch Professor Warnke in Hamburg immer wieder in seinen Publikationen unterstrichen hat. Und der sich hier nun noch stärker in die Mediengeschichte einbringen möchte, indem ich nun die Säkularisierung ergänzen möchte, das Argument der Demokratisierung. Wenn Bilder demokratisiert werden, dann kann es gar keine Ikone mehr geben, denn eine Ikone ist nicht demokratisch. Das heißt, wenn das Medium demokratisiert wird, wird auch das Betrachterverhältnis zum Bild ganz anders. Das sind alles bekannte Beispiele, die ich hier aber durchstreifen möchte. Also hier etwa in der Predigt Luthers auf dem Wittenberger Altar, die einen Kruzifixus zeigt, der eigentlich gar nicht da ist, sondern der Kruzifixus, den man dort sieht, ist nur der Inhalt von Luthers Predigt. Das heißt, Luther wird Predigen gezeigt, und es wird der Inhalt seiner Predigt dargestellt, womit das Verhältnis zwischen direktem Anschauen und Verehren des Bildes aufgelöst wird. Ich komme nun sozusagen angesichts der fortgeschrittenen Zeit zum letzten Teil, indem ich das Argument der Polemik, der konfessionellen Polemik, die mit Hilfe der damaligen Medienpraxis ausgetragen wird, mit dem Argument der Kunst verbinden möchte. Denn das ist sozusagen in diesem Moment, geht es nicht nur um Demokratisierung der Bilder, geht es nicht nur um etwas ganz Neues, sondern um die Einführung des menschlichen Porträts in religiösen
Zusammenhänge, sondern es geht auch darum, jetzt der Kunst einen Freiraum zu eröffnen, der nicht durch die Religion sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Ein Freiraum außerhalb der Religion. Sie wissen, hat Kalb eben alle religiösen Bilder abgelehnt und dennoch die Künstler aufgefordert, ja sogar die Kunstsammler gefördert, weil er der Kunst jetzt Freiheit von der Bindung an den Glauben und ganz neue Funktionen einbauen wollte. Nur zu Konstantin. Ich möchte dafür ein ganz bestimmtes Beispiel, das vielleicht die Dinge sozusagen in Nux aufzeigt, an den Schluss stellen. Nämlich ein anderer dieser Lieblingsstücke, die in der Kammerwerkstatt in Wittenberg entstanden sind, der dritte Bündnisstich. Und hier wird wiederum die Eterna Effigie, das ewige Bild von Luthers Seele, die undarstellbar ist, von der Moritura Effigie, dem sterblichen Bild seines Gesichts, seines Körpers unterschieden. Sie sehen, hier kehrt das Argument von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit neu wieder, aber jetzt nicht theologisch, sondern anthropologisch. Was Luther ausmacht, was sein Wesen ist, das ist unsichtbar und damit undarstellbar. Was darstellbar und sichtbar ist, ist der Körper, ist der Träger von Luthers. Also das heißt, die Ikonenargumentation kehrt sich hier unter völlig anderen Vorzeichen wieder. Aber es gibt hier noch einen weiteren wesentlichen Punkt, mit dem ich sofort das Kunstargument einführen kann. Denn diese Inschrift, die eigentlich nur wiederholt, was die anderen Lutherbildnisse auch schon gesagt haben, nämlich die zwei Worte, die dafür wesentlich sind, nämlich Luce Opus. Zunächst ist Opus das Werk. Und das heißt jetzt nicht ein Gegenstand, sondern ein künstlerisches Werk, ein Werk des Lukas. Der Lukas ist Lukas krank. Aber so einfach ging es nicht ab. Nach meiner Argumentation, nach meiner Analyse, es gibt dafür Anhaltspunkte, ist dieser Bittenstift in die Niederlande, in die katholischen Niederlande gelangt. Und man hat dort gelesen, das ist das Werk des Lukas. Aber hat sofort daran gedacht, dass im christlichen, ikonischen Bereich der Lukas nicht krank ist, sondern ist der Apostel Lukas, der Erste, der Jesus dargestellt hat, der Maria dargestellt hat, und damit für katholische Augen eine ungeheure Anmaßung, dass Lukas Kranach in Wittenberg sich selber sozusagen in einer Formulierung einbringt, die jeden katholischen Leser sofort Lukas-Ikone, echtes Bild und so weiter sozusagen es lesen musste. Die Reaktion darauf am Hof von Mechelen in Niederlanden ist nach meiner Meinung eine Lukas-Matrona, die der dortige Hofmann Gossard, ja Gossard, nach Eintreffen dieses Luther-Stiches gemalt hat, nämlich eine Lukas-Matrona, der Apostel Lukas, begleitet von einem Engel, eine überirdische Bescheidung hat, nämlich eine Bescheidung Mariens mit ihrem Jesuskind, das gewissermaßen eine extreme Reorientierung, Reikonisierung des religiösen Bildes darstellt. Nach einer Geschichte von über 100 Jahren mit dem Lukasbild ist dieses Bild für mich ein Rätsel, wie man sozusagen jetzt in einer Zeit, in der die Kunstkammer entsteht, in der die Künstler sozusagen am Hof Aufträge bekommen, für Fürstenarbeit noch einmal zurückkehrt. Es ist möglich, diese Kehrtwende zu sehen mit einer Antwort, einer polemischen Antwort auf das, was in Wittenberg geschieht. Dass man am katholischen Habsburger Hof in den Niederlanden gewissermaßen repräsentiert antwortet und ja so weit geht, dass man die ältesten Legenden wieder auspackt, aus den Schubladen auspackt und einen Engel darstellt, der Lukas bei der Feder, mit der Feder bei der Hand führt. Und damit die Entstehung dieses Bildes als eine übernatürliche, vom Himmel selber gelenkte Aktion darstellt. Ich möchte Sie visuell sensibilisieren. Ich habe deswegen keinen Text ausgearbeitet,
für meine heutigen Ausführungen, sondern Bilder, weil Bilder selber argumentieren. Das ist für mich das Wichtigste, was ich heute Abend vermitteln möchte. Dass Bilder selber Argumente, eine Politik, eine Theorie in sich tragen und dass es deswegen möglich ist, aus den Bildern heraus die Situation zu rekonstruieren, die sie zu ihrem Thema gemacht haben. Wie radikal und wie extrem hier die religiöse Tradition der Ikone, der übernatürlichen Scheine, Transzendenz und so weiter, in einem Moment hochgetrieben wird, in dem sie längst zu Ende war, in dem wir in einer ganz anderen Zeit stehen, das wird vielleicht eben deutlich, wenn ich an 30 Jahre später, als die Reformation fortgeschritten war, in Antwerpen entstandene Lukas-Ikone daneben sitze, von Franz Kuhnes gemalt, in der sie nicht einmal Barrieren mehr sehen, sondern Lukas sitzt hier mitten im Bild, um die Madonna zu malen, aber die Madonna ist sein Innenbild, ist das, was er sich vorstellt, wie sie aussehen könnte. Die Madonna ist zu einer kleinen Imaginationsleistung geworden, hinreibt jemand die Farben an, er setzt seinen Fuß auf die Vorderbeine des Lukas aus und er blickt aus seinem Bild, was eine ganz gewöhnliche niederländische Malerstufe ist, ein Maler. Aber im Zentrum rückt nun jetzt der Maler. Das heißt, wir sind in einer prinzipiell gesellschaftlich-kulturellen anderen Situation. Man erwartet nun plötzlich Leistungen, die man dem Künstler umschreiben kann. Und gewissermaßen, damit möchte ich nennen, der Pointe darauf ist ein dritter niederländischer Künstler, nämlich der ältere Roll, der einer Zeichnung der Albertina in Wien einen faustischen Künstler bei der Arbeit darstellt, ohne dass man noch sieht, was er denn dann überhaupt arbeitet. Man sieht, den Künstler selber tritt an die Stelle seines Motivs. Er bringt die Bilder aus sich selbst hervor. Er findet seine eigene Welt, eine neue Welt, eine Welt, die von der Kunst verantwortet wird. Aber er hat noch einen Kontrahenten. Das ist der Betrachter. Sie sehen ihn hier, wie er kritisch, misstrauisch und neugierig als potenzieller Käufer dem Künstler über die Schulter schaut. Und damit beginnt eine andere Phase der Kunstgeschichte. Vielen Dank. Das ist die Spur, die dort aufgenommen wird. Und ebenfalls
wollen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen, dass Sie den Versuchungen des verkaufsoffenen Donnerstagabends so tapfer widerstanden haben. Ich denke, der wirkliche Advent, zweite Advent, hat heute hier stattgefunden. Und in diesem Sinne darf ich Sie alle mit einem wunderbaren Gruß nach Hause geleiten. Und ich wünsche